Moin zu Buten und Binnen. Jeder Mensch hat das Recht, selbst entscheiden zu können, wann er sterben möchte. Und er darf dazu auch die Hilfe Dritter in Anspruch nehmen. Denn die Hilfe zum Suizid darf in Deutschland nicht länger unter Strafe stehen. Das Bundesverfassungsgericht hat einen umstrittenen Sterbehilfeparagrafen gekippt. Und natürlich schauen wir, wie das Urteil in Bremen aufgenommen wird. Das sind die Themen. In Bremen. Wer sein Leben beenden möchte, weil er schwer krank ist, musste bislang in die Schweiz oder die Niederlande fahren, um es frühzeitig und in Würde zu beenden. Denn die geschäftsmäßige Sterbehilfe, wie sie im Fachjargon heißt, war in Deutschland verboten. Der Bundestag hat sie 2015 unter Strafe gestellt. Doch heute hat das Bundesverfassungsgericht das umstrittene Verbot gekippt. Mein Kollege Holger Baas hat zwei schwerkranke Menschen aus dem Bremer Umland getroffen, die das Urteil begrüßen und jetzt auch ganz legal und selbstbestimmt ihrem Tod entgegensehen. Am Ende des Lebens stehen Menschen mit oder ohne Sterbehilfe vor einigen Entscheidungen und nicht nur die Sterbenden. Denn gerade Intensivmedizinern bleibt häufig wenig Zeit für ethische Auseinandersetzungen während ihres oft stressigen Arbeitsalltags. Wie sollen und wollen sie damit umgehen? Das ist nur ein Thema, das gerade tausende Ärzte in Bremen bei einer Fachausstellung im Messezentrum diskutieren. Sophie Labitzke war dort. Schande fürs Parlament. So haben die Bremer Grünen heute wortwörtlich die AfD-Abgeordneten genannt. Was sie dazu bewogen hat, erfahren Sie gleich nach den Kurznachrichten. Es war der erste Tagesordnungspunkt der Bürgerschaftsabgeordneten heute Morgen. Mit einer Schweigeminute gedachten sie den rassistischen Morden im hessischen Hanau, eine Woche nach der Tat. Da standen sie alle gemeinsam, parteiübergreifend. Doch zu Beginn der Debatte verließen die meisten Abgeordneten der AfD und einige ehemalige AfD-Mitglieder den Saal. Von zahlreichen Appellen, demokratisch zusammenzustehen, haben sie nichts mitbekommen. Markus Daschner. Er steht immer hinter Ihnen, berührt Sie und ist ein toller Zuhörer. Klingt nach dem perfekten Partner. Ist er auch, etwa 8-mal im Jahr. Ihr Friseur. So oft gehen die Deutschen im Schnitt zum Haare schneiden. Wieso besteht zwischen Friseur und Kunden so ein besonderes Vertrauensverhältnis? In unserer Wochenserie Ganz schön haarig geht Ulla Hamann dieser Frage nach. Im Beitrag ist es schon angeklungen. Haarausfall ist für viele Menschen eine persönliche Katastrophe. Morgen begleiten wir Patienten zu einer Haarsprechstunde. Was Claudio Pizarro für Bremen ist, ist Ricky Paulding für Oldenburg. Daher auch der Spitzname Paulding-Burg. Trotz seiner 37 Jahre hat der Basketballer heute noch mal bei den Baskets Oldenburg verlängert. Und zwar gleich um 2 Jahre. Paulding ist trotz seines Alters einer der Top-Spieler der BBL. Yannick Lovin und Jana Betten haben Ricky Paulding am Nachmittag exklusiv vor die Linse bekommen. Was für ein Glück für Bremen, dass sich das Kultusministerium in Berlin zur Aufgabe gemacht hat, den modernen Tanz zu fördern, und zwar bundesweit. Es fließt sogar so viel Geld, dass eine ganze Tanzkompanie finanziert werden kann, die von Bremen aus in ganz Norddeutschland unterwegs sein wird. Morgen ist Premiere ihres ersten gemeinsamen Auftritts. Matthias Siebert war bei der Probe dabei. So, wir sind am Ende angekommen. Bei wem der Kühlschrank heute Abend leer geblieben ist, schauen Sie doch mal im Container Ihres Supermarkts vorbei, was Sie dort so an Lebensmitteln finden. Ich gebe zu, nicht jedermanns Sache, bislang auch strafbar. In Bremen soll es künftig aber ohne Folgen bleiben. Mehr dazu morgen bei uns in der Sendung oder auch jetzt schon auf buten-und-binnen.de. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.